Ich müsste eigentlich mal die komplette Ausrüstung durchgehen, was wir hier noch haben und pipapo und vor allem auch mal ein paar Runensockeln, die wir zum Beispiel auf unsere Robe einsetzen können und so weiter und so fort. Das vergesse ich ja immer, weil ich dann so, immer wenn ich eine neue Session starte, so spieleuphorisch bin und jetzt will ich natürlich auch wieder nicht zurück. Aber Leute, es klappt ja auch so ganz gut. So, nehmen wir mit. Was haben wir denn hier vorne noch liegen? So, noch eine Verletzungsausrüstung. Moment mal, was haben wir eigentlich bei der Zauberin gefunden? Das gucke ich mir jetzt gerade nochmal an. Haube des Sklavenhändlerfürsten. Spiralauges Kapuze. Aha, die ist nämlich doch mal noch eine Ecke besser. Ja, dann ziehen wir die an. Kopfbedeckung der Mondkapuze. Und eine Robe, die aber nicht besser ist als die, die wir jetzt eh schon haben. Die anderen können davon leider gar nichts nutzen, mal wieder. Leider, leider, leider. Obwohl dem, genau, dem können wir den neuen Stab mal verpassen. Ruf der Freiheit oder der Runenstab? Ja, der ist der auf jeden Fall. Ein Gesundheitspunkt, Blutmagie. Ein Gesundheitspunkt ergibt zusätzlich ein Mana plus zwei Feuerschaden. Ja, dieser improvisierte Stab hier ist eher was für Blutmagier, aber naja, wir haben jetzt hier für den Sarazar einfach noch einen besseren, die Sense des Magiers. Deswegen lohnt sich das nicht, die dem Sarazar zu geben. Und der Anders hatte ja so einen schlechten Stab, deswegen wollen wir ihm den mal vermachen. Ich guck gerade nochmal, was das für ein Quest war eigentlich. Ein Akt der Gnade, ich glaube, da sollten wir irgendwen treffen. Begib dich zu der Position, die auf der Karte der freien Marschen vermerkt ist, um auf den anonymen Hilferuf in dem Brief zu reagieren. Ein anonymer Hilferuf. Hier steht wohl derjenige, der uns diesem übersendet hat. Ach, Trask. Den haben wir übrigens erpresst, damit wir nicht verraten, dass seine Tochter eine Abscheulichkeit war, eine Magierin. Meister Hawk. Ariane hat mir gesagt, ihr hättet für ihren Sohn Feanryl einen besseren Weg als den Zirkel gesucht. Ich dachte, ihr würdet vielleicht noch einmal einigen Magiern eure Freundlichkeit erweisen. Wer seid ihr nochmal? Kennen wir uns? Ich bin Sir Frask von den Templern. Habt ihr den Mann bereits vergessen, den ihr wegen des Todes seiner armen Tochter immer noch erpresst? Doch wie verabscheuungswürdig ihr mich auch behandelt habt. Ihr wart gerecht und freundlich zu dem Magier Feanryl. Und ich kann sonst niemanden fragen. Na, er kann sich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir seine Tochter und Olivia, also dass wir ihn deshalb erpressen. Und wenn ich verraten, dass es eine Magierin ist, dann haben wir noch ein Ass im Ärmel. Ihr musstet mich nicht den weiten Weg hierher bestellen, nur um mein Schweigen zu erkaufen. Reizt mich nicht, Sarah. Glaubt mir. Ich habe vor diesem Gespräch lange darüber nachgedacht, aber ich kann wirklich sonst zu niemandem gehen. In diesen Höhlen verstecken sich einige Abtrünnige. Wir werden nicht für euch Abtrünnige töten. Ich hatte gehofft, ihr würdet mit der Gruppe sprechen und sie zum friedlichen Aufgeben überreden, bevor die anderen Templer kommen. Wie kamen die Magier hierher? Wer sind diese Abtrünnigen? Woher kommen sie? Es sind Magier aus dem früheren Zirkel von Starkhaven. Er ist niedergebrannt und seine Templer haben nach uns geschickt, um die Überlebenden umzusiedeln. Leider sind sie auf der Reise geflüchtet. Da ihre Phylakterien verbrannt sind, ist es nahezu unmöglich, sie aufzuspüren. Phylakterien? Sowas wie Bakterien. Ich glaube, Phylakterien, das sind diese Blutkonserven von Magiern. Irgendwas sowas habe ich in Erinnerung, damit die aufgespürt werden können. Was ist ein Phylakterion? Wenn ein Magier sich dem Zirkel anschließt, entnimmt ihm der erste Verzauberer eine Blutprobe. Sie dient zum Aufspüren des Magiers, sollte er flüchten. Was werden die Templer tun? Haben die anderen Templer Schlimmeres vor, als die Magier wieder einzufangen? Sir Karras ist ein Leutnant der Templer und ein Intimus von Meredith. Sollte er Abtrünnige finden, die sich der Verfolgung entziehen, wird Meredith es für angebracht halten, dass er sie allesamt umbringt.
Merit, es ist natürlich die Kommandantin von Kirkwall, die Templar-Kommandantin. Wir fragen es trotzdem nochmal. Wer ist Meredith? Ihr seid augenscheinlich noch nicht lange in Kirkwall. Meredith ist Kommandantin. Sie hat die Regeln für Magie in Kirkwall geändert. Sie sind hier strikter als andernorts. Oh ja, das sind sie. Obschon ich behaupten möchte, dass das ebenso viel Widerspruch wie Gehorsam hervorgebracht hat. Kann ich mir vorstellen, Trask. Es gibt eine Gruppe Abtrünniger, macht es selbst. Nein, wir werden dem ja helfen. Für eine gewisse Belohnung sind wir dabei. Es gibt eine Gruppe Abtrünniger. Wenn euch Templern so viele Magier entkommen, macht ihr eure Arbeit nicht besonders gut. Diese Magier haben bewiesen, dass sie Templer sofort angreifen. Ihr habt eine bessere Chance, sie zu überzeugen, dass ein Leben im Zirkel besser ist als ein Tod in Freiheit. Ser Karas jagt sie ebenfalls. Wenn sie sich bis zu seinem Eintreffen nicht ergeben haben, kommt es zu einem Blutbad. Naja, wollen wir uns das Ganze mal angucken und uns in die Höhle der Ausreißer begeben. Die Höhle. Eine düstere Höhle. Okay. Ach, ja, so viel dazu, dass wir mit den Abtrünnigen reden wollten. Scheint ja ganz gut zu funktionieren. Komm, dann kriegt er direkt hier im Feuersturm. Und noch, komm. Nee, kalter Kegel, genau. Hier einfach vor, geradeaus. Alle eingefroren. Nichts da, du Wurm. Oh, der Sarazar kriegt gerade gut eins auf Schnäuzchen. Da sollte der anders den mal gerade heilen. Isabella hat auch gerade ganz gut was abbekommen. Ich will mal behaupten, dass die das überlebt. Ja, so, da haben wir ja schon alle getötet. Sie haben die verdammten Toten erweckt. Sie müssen wahrhaft verzweifelt sein. Magier werden immer auf das Verbotene zurückgreifen, wenn die Not in ihren Augen groß genug ist. Bitte sagt mir, dass wir diese armen Narren nicht zurück in den Zirkel zwingen werden. Was wird sich noch ergeben? Was ist das denn für ein Amulett, was wir da gerade gefunden haben? Ist das etwa besser als unseres? Nee. Oder? Doch. Plus 5 Feuerschaden, plus 22 Angriff. Das Doof ist nur, die anderen haben auch alle kein Amulett. Ich glaube, dann lassen wir das dem nochmal den Sarazar und geben das dem anderen Charakter. Ich glaube, das wäre effizienter, weil der Sarazar ja auch viel mit Feuerschaden rumhantiert. Plus 22 Angriff. Geben wir das mal dem Fenris mal zur Abwechslung. Plus 3 körperlicher Schaden. Ist das besser als das? Ja. Komm. Plus 15 Angriff. Nee, die sind einfach besser. Und die Isabella hat, glaube ich, auch bessere. Nee, lohnt sich alles nicht, leider. Naja. Ziehen wir mal weiter und gucken mal, ob wir hier noch mehr abtrünnige Magier finden und vielleicht mal mit ihnen reden können. Ich meine, es wäre sehr zu ihrem Vorteil, wenn sie nicht von uns zermatscht werden wollen. In unseren Feuersturm geraten. Aha. Wieder Leichname, die wir zu Leichen machen. Komm hier, ein Feuerball rein. Zack, hier, komm. Habe ich keine Hemmung, dich zu verbrennen. Die Templer sind ja auch so ein bisschen, wo wir gerade bei Verbrennen sind, so ein bisschen so eine Art Inquisition. Ne? Kennt ihr ja die Inquisition, damals im Mittelalter, Hexenverbrennung und sowas alles, Ketzerverbrennung. Ich glaube, daran wurde stark angelehnt. Onyxbruchstück und 5 Silber. Haben wir hier noch was in der Ecke? Sieht nicht so aus. Boah, was ist das denn da? Nee, da hat es nur irgendwie geblinkt. Wo war das? Aha. Noch mehr von euch? Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Das geht doch recht fix. So.
Den macht der anders von selber fertig, dann brauche ich den nicht unterstützen. Hier, der kriegt eine eisige Umarmung, die sehr schmerzhaft sein kann. Und der ist auch tot, der Leichnam. Der Erbauer segne euch. Ich dachte, ich würde hier unten sterben, hier in dieser Gruft. Gehört ihr zu den Templern? Bitte, ich muss zurück zum Zirkel. Ich wollte mit dieser Sache nie etwas zu tun haben. Weichei. Nicht, als er damit begann, diese Dinger zu erschaffen. Er? Wer ist er? Decimus. Es war seine Entscheidung. Er sagte, die Templer würden uns als Blutmagier titulieren, wenn wir flüchten. Dann könnten wir unsere beste Waffe doch auch einsetzen. Immer wieder dieselben Ausreden. Er schnitt sich das Handgelenk auf und die Magie. Sie erhob sich aus dem Blut und erweckte die Skelette in der Höhle. Ich lief weg. Decimus hat Unrecht. Blutmagie ist böse, keine Macht, die uns die Templer mutwillig verweigern. Erzählt mir von Decimus. Decimus ist der Anführer dieser Magier? Er ist verrückt. Er sagte, ohne unsere Phylakterien würde uns niemand finden. Wir wären frei. Vielleicht hat er sogar das Feuer gelegt. Aha. Es muss ein Dämon sein, der durch ihn wirkt. Kein normaler Mensch würde die Toten so verhöhnen. So geht daher, geht's dahin. Ergebt euch. Ergebt euch den Templern und sagt mir, wo die anderen sind. Ich ergebe mich. Bringt mich zu den Templern. Ich will nichts zu tun haben mit dieser Blutmagie. Idiot! Der Rest von ihnen folgt immer noch Decimus. Er ist wahnsinnig geworden. Er würde uns alle töten, nur um die Templer loszuwerden. Sir Thresk wartet draußen. Dort seid ihr sicher. Oh, der Anders fand das nicht so berauschend, diese Aktion. Handschuhe. Ah. Ist auf jeden Fall was besser. Plus 5 Mana Ausdauer. Ich glaube, die ziehen wir mal an. Ein paar Handschuhe. Obwohl die ja auch so ein Special-Ding sind. Handschuhe des unerkennbaren Unbekannten. Aha. Ist nicht mal unerkennbar ein Unbekannter, der unerkennbar ist. Ah, die kann er wieder natürlich nicht anziehen. Ach, Manometer. Naja. Wie auch immer. Mal weiter. Wir müssen nach da unten. Ach, jetzt gehe ich auch gerade wieder falsch. Da kommen wir ja her. Hier müssen wir durch diesen Gang gehen. Durch den Ganges. Oh Mann. So. Haben wir hier noch irgendwelche Kisten oder so, die wir aufheben können? Nein, negativ. Hier vielleicht irgendwas. Sieht auch nicht so aus. Da ist wohl Decimus. Den müssen wir dann wohl mal dezimieren. Seine Truppe. Was machen die denn da für ein Ritual? Sie sind hier! Die Templer sind gekommen, um uns zum Zirkel zurückzubringen! Decimus nicht! Halte ein! Das sind keine Templer! Was kümmert es mich, welches Schild sie tragen? Wenn sie uns angreifen, werden die Toten sich ihnen entgegenstellen! Und du wirst dich gleich selber dem Tod entgegenstellen, Decimus! Wenn wir dich und deine Lakaien dezimiert haben. So, und hier mal ein Feuerball auf die beiden. Und hier jetzt hier eisige Umarmung. Ne, Eiskaffee. Zack. Wirkt auf jeden Fall. So, und Decimus, jetzt bist du hier an der Reihe. Oh! Oh! Ich habe gar nicht mehr geguckt auf meine Lebensenergie, aber da sollten wir schleunigst was ändern. So, 2 Heiltränke schnell mal weggeschlürft. Ach, wie krass ist denn der Decimus? Bin ich da schon voll lockerflockig langgelatscht und hier... Komm. Nein! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Die ganze Team ist tot. Wo ist denn der Decimus? Ist ein Abtrünniger? Da ist der Decimus. Muss der anders wohl abhauen. Komm, probieren wir mal. Oh, 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 oh.
Na, das war wohl nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix.